Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren wunderbaren neuen Folge von Anime Erklärt. Ich bin Shergok, ihr Nicht, und heute soll es einmal darum gehen, warum die Geschichte von Overlord so viele tolle und einzigartige weibliche Charaktere hat, wo doch viele Anime mit genau diesem Thema, nämlich komplett eindimensionalen Damen, zu kämpfen haben. Soll nicht heißen, dass es auch massenweise schlecht geschriebene Männer in Anime gibt, aber bei den Damen fällt das halt besonders auf. Doch bevor wir mit dem Thema anfangen, sage ich noch einmal schnell Dank an alle meine Kanalmitglieder für den tollen Support, sowie Dank an alle Nutzer der YouTube-Thanks-Funktion. Und damit kommen wir schon zum eigentlichen Thema. Und wir beginnen natürlich mit den Stars, die nach einer Sternenformation benannt worden sind. Denn selbst die Plejaden, also NPCs, die dem Willen von Hauptcharakteren unterworfen sind, was in den meisten anderen Anime- und Fantasy-Geschichten dazu führen würde, dass sie halt einfach nur da sind und vom Hauptcharakter schwärmen, haben eigene Persönlichkeiten, eigene Ziele, Ideale, Träume, Wünsche, Hoffnungen und Ängste. Sie würden wunderbar in einem eigenen Spin-off funktionieren, obwohl sie nicht einmal einen vollständig freien Willen haben. Und dennoch machen sie mehr als halt einfach nur da zu sein, und hin und wieder jemanden zu heilen oder einfach nur da zu sitzen am Rand von der Schlacht und zu weinen. Wie Sakura aus Naruto. Yui Alpha möchte ihre Kinder unterrichten, weil ihre Erschafferin Yamaiko Lehrerin war. Shizu Delta findet Nerberaya, die viele andere als gruselig, furchteinflößend und abstoßend empfunden haben, weil sie Augenringe hat und einen sehr, sehr scharfen Blick aufweist, dennoch niedlich, und beide wurden sehr gute Freunde. Solution Epsilon hat nicht nur einen sehr gesunden Appetit, sondern auch ein gewisses schauspielerisches Talent. Gerade wenn sie versucht, eine reiche, versnobte, ja, Kaufmannstochter zu spielen, die überhaupt keinen Plan von der Welt hat. Und auch wenn Lupus Regina einfach nur andere Leute leiden und die Welt brennen sehen will, ist ihr Charakterdesign und ihre freundliche Fassade richtig interessant anzuschauen. Gerade wenn sie Endri Ratschläge in einer Sache gibt, die man, wie formuliere ich das YouTube-konform, die man nachts im Bett macht. Apropos Henry, nicht nur heiratet sie letzten Endes Enfiria, ihre Jugendliebe, also die kommt tatsächlich zum Abschluss, sondern die Story endet nicht nach dem ersten Kuss, sondern geht weiter und wird intimer. Und Henry ist darüber hinaus ebenfalls ein eigenständiger Charakter, die sogar eine Magiemechanik bzw. Beschwörungsmechanik entdeckt hat, die selbst einst Ulgon bisher verborgen war. Und ich weiß, was ihr denkt. Romanzen sind in den meisten Anime- und Fantasy-Geschichten oftmals der Tod jeder Charakterentwicklung, denn ein bisher eigenständiger Charakter wird danach oftmals einfach nur noch zum Anhängsel seiner zukünftigen Liebhaberin oder des Liebhabers. Und ja, dann war's das leider mit ihm. Und das stimmt auch in den meisten Anime. Doch ich denke nicht, dass speziell die Liebe hier das Problem ist, denn es gibt viele Geschichten mit Romantik oder zumindest mit starken körperlichen bzw. ja geistigen Anziehungen, ohne dass dadurch der Plot oder die Charaktere leiden. Doch wenn ein Charakter halt einfach nur ein Love Interest ist und ansonsten keinerlei Persönlichkeit hat, dann kann das schon nerven. Und beim Zuschauer für eine gewisse Antipathie für den Charakter führen. Doch das ist in Overlord anders. Es gibt zwar die klassische "Ich bin so verliebt in den Hauptcharakter der Geschichte, aber ich traue mich nicht, das zu sagen oder ihm sonst irgendwie näher zu kommen" Handlung, die man schon tausendmal gesehen hat, aber Evil Eye hat weitaus mehr zur Geschichte beizutragen, als einfach nur in Momon verliebt zu sein. Sie ist eine legendäre Vampirprinzessin, hat vor 200 Jahren gegen die bösen Götter gekämpft, hat beinahe Entoma getötet, also nicht sie selbst, aber sie war der entscheidende Faktor, dass die drei von den blauen Rosen den Kampf gewinnen konnten, und sie hat einen Blick in die Stärke von Spielern gegeben. Sie hat halt noch was anderes im Leben, außer ihrer Besessenheit von Momon. Und selbst diese Besessenheit hat nochmal eine andere Tiefe, wenn man weiß, dass der Charakter unter der Rüstung selbst ein Untoter ist und Evil Eye für das, was sie beinahe Entoma angetan hat, verachtet. Und das gleiche gilt mehr oder weniger auch für Klim und Renner. Renner will ihn haben, aber anstelle einfach nur traurig am Fenster zu stehen und zu hoffen, dass vielleicht irgendwann es einmal möglich sein wird, dass eine Prinzessin einen Bürgerlichen aus Liebe ehelichen kann, wird sie selbst aktiv.
Renner ist in Klim verliebt und würde alles dafür tun, um mit ihm zusammenzukommen. Und deswegen macht sie auch genau das. Sie steht nicht nur passiv am Fenster wie 99% aller anderen Anime-Charaktere in dieser Situation, sondern sie schmiedet Pläne, wird selbst aktiv und verrät schlussendlich ihr eigenes Land und ihre eigene Familie, um Unsterblichkeit für sich und Klim zu erlangen, sodass sie auf ewig zusammen sein können. Sie zieht halt einfach durch, anstelle einfach nur passiv und uninteressant zu sein. Außerdem ist Renner auch hier sehr clever und hat eine Reihe von eigenen Fähigkeiten, die sie einfach über dem typischen "Ich bin eine Frau und verliebt" Charakter, ja, Charakter kann man das nicht mal nennen, Charakterkarikatur erheben. Und an dieser Stelle will ich auch einfach nochmal das Charakterdesign im Allgemeinen hervorheben. Ich habe hier erstmal nichts gegen ein bisschen Fanservice und heul auch nicht gleich rum, sobald mal eine Dame ihren Handknöchel zeigt oder so. Aber bei all dem Fanservice in Anime mal richtig funktionierende und realistische Rüstungen zu sehen, die trotzdem nach Fantasy aussehen, tut richtig gut. Sheltys und Albedos Rüstung haben halt keine offensichtlichen Schwachstellen wie, keine Ahnung, Bauchfreiheit oder so etwas und bieten tatsächlich Schutz. Und dadurch, dass so gut vorgelegt wurde, bei so vielen Charakteren, kann man es auch Tina und Tia irgendwie abkaufen, dass sie ihre Ausrüstung, die ja nun wirklich knapp bemessen ist, nur wegen ihrer Qualität und ihren Verzauberungen tragen. Und selbst die beiden Zwillinge tragen im Alltag lange Roben über ihrer knappen magischen Ausrüstung und Kleidung. Und man muss auch dazu sagen, dass die beiden auch ausgebildet dafür sind, Leute zu verführen, um sie dann hinterrücks zu ermorden. Und allgemein sind die Blauen Rosen ein Abenteuerteam, das komplett aus Frauen besteht, fantastisch designt ist und einfach nur funktioniert, weil das nicht einfach nur Frauen sind, die halt da sind und existieren und Luft wegatmen, sondern weil das Charaktere sind. Wie schon angesprochen, gibt's die beiden Fanservice-Outfits und direkt daneben steht einfach Gargaran, die halt vom Körperbau und der Rüstung das exakte Gegenteil ist. Und Lakius sieht man auch trotz ihrer Rüstung an, dass sie eine Priesterin ist. Und auch die ehemalige Anführerin der Blauen Rosen, Rigrid Berskaru, wirkt wie eine stealth-lastige Totenbeschwörerin, die sie nun einmal ist, und strahlt neben einer Menge Gravitas auch eine gewisse Lockerheit aus, die man von Abenteurern auch erwarten würde. Und abschließend ist ja auch noch Albedo da, die ja nun wirklich wahnsinnig, und ich betone das an der Stelle nochmal, wahnsinnig in Momon verliebt ist. Und trotzdem nicht nur einfach ein unselbstständiges Anhängsel von 1 ist, sondern sie ist die Anführerin der Ebenenwächter, die Premierministerin des Hexerkönigreiches, ein genialer Stratege und Planer, sowie drauf und dran das gleiche zu machen wie Renner, nämlich das Land von 1, die Gildenbasis Nazarick, möglicherweise zu verraten und zu zerstören, so wie das Renner schon getan hat, damit sie ihren eigenen geliebten 1 ganz für sich allein hat, bis in alle Ewigkeit. Was wiederum eine schöne Parallele zur goldenen Prinzessin ist. Gleichzeitig gibt es auch eine immense Bewunderung und Hingabe zwischen einem Mann und einer Frau in der Geschichte, ohne dass das Ganze jetzt körperliche Liebe oder irgendwas in der Richtung wäre. Der Neabaraya himmelt 1 Ulgon an, ohne dass sie jetzt unsterblich in den unsterblichen Overlord verliebt wäre. In der Hinsicht hat Shizu Delta wahrscheinlich bessere Chancen. Und all diese Charaktere haben trotz all ihrer Unterschiede und Gemeinsamkeiten Eigenständigkeit, Selbstständigkeit und Handlungen, die sie selbst ausführen für ihre eigenen Interessen gemeinsam. Ohne, dass sie ohne ihre Liebe und ihrem Beziehungsaspekt komplett irrelevant in der Story wären. Ich meine, Albedo wäre immer noch enorm wichtig, auch ohne 1 Ausrutscher in der Charakterbeschreibung. Renner wäre immer noch eine geniale Strategin, die Nazarick nun mit etwas anderem ködern müsste als mit Klim. Und Enfiria hätte immer noch seine Zaubertränke und Enri ihre Goblin-Armee unter ihrem Kommando. Das alles haben andere Frauen in Anime leider nicht immer. Und ihr denkt jetzt wahrscheinlich auch schon an bestimmte Beispiele und Negativfiguren, die sich leider genauso verhalten. Okay, und damit seid ihr auch schon an der Reihe. Schreibt ganz gerne eure Meinung zu den Frauen aus Overlord in die Kommentare. Nennt mir auch ganz gerne eure Lieblingsdame und was ihr an ihr außer halt ihrem Äußeren toll findet. Und während ihr das macht, sage ich nochmal Danke fürs Zuschauen und besonderen Dank an Animangatv.de, Blue Planet 6,
White Bird Best, Philip, Mr. TNT, Fabian, Karibasas Maske, David André, Hope, Hauer, Nix Morgdir, Sebastian, Dark Phoenix One, Desputanis, Nemasa 1106, Peng der Pirat, Florian Peter, Lordicon 3D, Kitsune, Mr. Funny Guy, Tiva Tiva, Toby CTZ und Cruel Teppes. Danke Leute. Und damit wünsche ich euch wie immer an dieser Stelle, habt einen wunderschönen Tag.